Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, heute machen wir unser ganzes Konzept von Klassen wieder kaputt. Mit Klassenvariablen bzw. Static-Variablen. Die heißen meistens Static, aber manchmal heißen sie auch Klassenvariablen und schreiben sich ein bisschen anders. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir wollen vielleicht zum Beispiel einfach sowas machen wie... Und ich habe sehr, sehr lange überlegt, was ich da tatsächlich benutzen kann als gutes Beispiel für eine Schule. Und mir ist tatsächlich nur eins eingefallen, wahrscheinlich war ich einfach nur zu blöd dazu. Auf jeden Fall, public static. So, und jetzt haben wir einen String. Und Achtung, der ist jetzt static, das bedeutet, es ist eine Klassenvariable. Was das genau bedeutet, gucken wir uns gleich an. Gesetzesgrundlage ist gleich. Und das ist jetzt einfach ein String, SCHG für Schulgesetz, das gibt es tatsächlich. Und das ist jetzt tatsächlich eine Klassenvariable, beziehungsweise ein Beispiel für eine Klassenvariable. Warum ist das jetzt eine Klassenvariable? Naja, eine solche Variable ist für alle Instanzen gleich. Das heißt, ob ich jetzt KIT habe oder ob ich, gut, okay, mich als Tutorials betreffen dann natürlich nochmal andere Grundlagen, aber generell, sagen wir mal, wir haben reguläre Schulen, also zum Beispiel dass die Schule, auf die ihr geht, die Schule, auf die ich gegangen bin oder die Schule, auf die ihr noch gehen werdet oder eure Grundschule oder sonst irgendwas, die haben alle dieselbe Gesetzesgrundlage und deswegen ist das für alle tatsächlich gleich. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Schule YouTube gleich New Schule erstelle und eine Schule ist gleich New Schule ABC Grundschule mit 100 Schülern oder sowas in irgendeinem Dorf, dann haben wir tatsächlich hier dieselbe Gesetzesgrundlage. Das heißt, wenn ich jetzt hier YouTube.Gesetzesgrundlage, eigentlich schreibt man Gesetzesgrundlage zusammen, das heißt, das G hier müsste klein sein, aber egal. Dann ist das dasselbe, wie wenn ich schreibe, eine Schule.Gesetzesgrundlage. Das schreibt, das sieht furchtbar aus. Ich muss das kurz korrigieren. Entschuldigt das. Das geht so gar nicht. Das tut mir in den Augen weh. Okay. So, also die beiden sind tatsächlich exakt dieselben, sowohl vom Inhalt her als auch von der Referenz. Und was das jetzt bedeutet ist, wir hatten uns das in dem Video, wo wir Equals angeguckt hatten, was das jetzt bedeutet ist, wenn ich das jetzt hier YouTube.Gesetzesgrundlage auf ABC setze, dann ändert sich auch eine Schule.Gesetzesgrundlage. Ach, da ist es noch mit groß drin. Punkt-Gesetzesgrundlage ändert sich das Ganze auch. Wenn ich das jetzt ausgebe hier, dann ist es auch ABC. Und das bedeutet, wir haben hier wirklich eine Variable, die sich für alle Instanzen immer gleich verhält und immer genau dasselbe ist. Das heißt, egal wie viele Schulen ihr erstellt, können auch eine Milliarde sein, ihr habt trotzdem nur ein einziges Mal in eurem Speicher diese Gesetzesgrundlage. Alle anderen Sachen, also diesen Stringnamen und diese Anzahl Schüler hier, werdet ihr dann eine Milliarde Mal in eurem Speicher drin haben, während diese Gesetzesgrundlage nur ein einziges Mal da ist. Und ja, manche Sprachen erlauben sowas wie YouTube.Gesetzesgrundlage nicht. Aktuelles Beispiel, was wir, glaube ich, auch gerade machen hier, ist TypeScript. Das erlaubt dieses YouTube.Gesetzesgrundlage nicht. Da müssen wir tatsächlich gehen über Schule.Gesetzesgrundlage. Ups. Schule.Gesetzesgrundlage und hier unten auch Schule.Gesetzesgrundlage. Weil YouTube hat eigentlich diese Eigenschaft Gesetzesgrundlage überhaupt nicht. Und eine Schule hat sie auch nicht, sondern dieses Gesetzesgrundlage gehört tatsächlich nur der Klasse Schule und nicht einer speziellen Instanz. Das heißt, wir haben hier wirklich eine reine Klassenvariable und manche Sprachen, wie gesagt, erlauben sowas, YouTube.Gesetzesgrundlage, aber man sollte immer tatsächlich den Namen der Klasse nennen und dann wird es ganz auch eindeutiger, da haben wir dann wirklich eine Variable, die sich nicht ändert, egal was ich mit meinen Instanzen mache, die ist für alle Instanzen immer gleich und das sind diese sogenannten Klassenvariablen bzw. Static-Variablen. So, ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dazu erzählen wollte. Ihr könnt natürlich hier auch sowas machen wie Private Static String Gesetzesgrundlage und dann könnt ihr euch einen Getter dafür schreiben, weil man es nicht ändern darf zum Beispiel. Das heißt, wir wollen hier schreiben Public Static Get Gesetzesgrundlage, das schreibe ich jetzt mal tatsächlich alles so, Get Gesetzesgrundlage und hier dann eben, ich habe den Return-Wert vergessen,
String. Achso, und wir hatten noch gesagt, wir schreiben überall Function davor. Das war in unserem Pseudocode so. Also es heißt Public Function Static String oder Public Static Function wahrscheinlich eher. String get Gesetzesgrundlage und dann würden wir wahrscheinlich dann einfach return einfach nur die Gesetzesgrundlage. Das heißt, wir würden das hier einfach so zurückgeben und schon wäre das wieder öffentlich lesbar sozusagen, aber niemand darf es ändern. Und ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was ich euch zu Static zu sagen habe. Wie gesagt, es ändert sich nicht mit den Instanzen, das ist die Take-Home-Message sozusagen das Wichtigste. Static bleibt für alle gleich und es kann auch natürlich Static-Funktionen geben. Achtung, Static-Funktionen haben keinen Zugriff auf die Variable Name und auf die Variable Anzahl Schüler, weil das sind keine Static-Variablen, sprich ihr könnt da nicht drauf zugreifen, weil ihr ja keine Instanz besitzt. Das heißt, wenn ich this probiere, ich habe kein this. Also diese Statics, die brauchen ja dieses this überhaupt nicht, weil ich ja hier zum Beispiel über Schule, wo habe ich denn jetzt? Okay, egal. Über Schule.Gesetzesgrundlage oder Get-Gesetzesgrundlage gehe. Und das heißt, ich habe hier auch dieses this überhaupt nicht als Parameter da. Und das heißt, ich kann auch auf diese ganzen Variablen hier nicht zugreifen, denn die ändern sich ja mit jeder Instanz und ich weiß nicht, welche Instanz ich dann nehmen soll. Ja, das ist tatsächlich jetzt alles, glaube ich. Falls mir da noch irgendwas dazu einfällt, dann würde ich das natürlich noch irgendwann mal nachreichen, aber ich lösche das hier jetzt auch mal wieder, denn die Statics brauchen wir für die folgenden Videos nicht mehr. Gut, das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.